Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Portal Knights mit eurem Voucher, mit dem Bobbesle. Wir genießen gerade so ein bisschen unsere kleinen Felder, wie alles wächst, haben uns ein bisschen umgeschaut. Allerdings ist das große freudige Ereignis heute ein ganz anderes, nämlich die Pilari und ihr Tempel. Diese Quest oder Event, das Ereignis ist jetzt wieder auf. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht genau gewusst, ob das nochmal wiederkommt, ob ich da irgendwas an der Uhr umstellen muss. Es ist tatsächlich so. Die Gesandte der Pilari wurden auf der Insel gesehen. Ob er die Zugang zu ihrem Heim... Okay, da reisen wir jetzt hin, Leute. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe es ja damals verpasst, als das rauskam. Ne? Nach dem Patch war das bei mir da. Aber jetzt habe ich es gerade gesehen. Wenn das 11 Stunden auf war, habe ich es damals zeitlich verpasst. Ne? Da gehen wir jetzt direkt hin, ohne Umschweifen. Da machen wir gar nichts anderes heute. Wir gucken es uns einfach jetzt mal an. Mal schauen, ob ich das alles zusammen... Ach, das ist ja die Insel, auf der wir zuerst waren. Erinnert sich noch jemand? So, jetzt müssen wir die natürlich suchen, die Jungs oder Mädels oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wo wir die finden. Finde Metaphis in seiner kleinen Hütte und sprich mit ihm. Metaphis kleine Hütte. Hier ist eine Hütte. Die kommt mir etwas ungewohnt vor. Schauen wir mal kurz da rein, ob der Metaphis sich hier drin versteckt. Aber das sieht nicht so aus, oder? War die schon immer da? Jo, hier ist er, Metaphis. Alterle. Aber vorher brauche ich den Metaphis erstmal alles ab, was er hier so bunkert. Vielleicht ist ja was dabei. Eine Kugel vielleicht. Hat unser Metaphis eine Kugel? Nee, Seide, Obsidian, Schleifstein. Hey Metaphis, du hast ja noch mehr hier. Sein Schränkle? Nee. Der Metaphis. So, mein Freund, erzähl mir was. Entschuldigung, darf ich um einen Moment eurer Zeit bitten, Abenteurer? Deswegen sind wir hier, Metaphis. Cooler Bart übrigens. Entschuldigung. Der Metaphis. Ich bin ein Gesandter der Insel Kolemis. Geschickt, um Kämpfer zu suchen, die gewandt genug sind, um unsere heiligsten Städte zu beschützen. Wenn du dich für würdig hältst, so öffne bitte die Truhe an meiner Seite und reise mit dem darin enthaltenen Artefakt nach Kolemis. Oh oh. Alter, wo ist die Truhe an deiner Seite? Habe ich die nicht gerade eben kaputt gemacht? Nee, oder? Voucher. Voucher. Kolemis, Alterle. Kolemis, oh, ich habe schon gedacht, ich habe es zerstört, weißt du? Das wäre bei mir nicht das erste Mal. Ey, wieso schicken die mir schon wieder so Footballs? Das brauche ich doch gar nicht. Alles klar, Leute, wir reisen nach Kolemis. Ich meine, dass es da Quests gibt, ne? Schauen wir mal. Kolemis-Tempel. Ich freue mich jetzt drauf, weil das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Dieses Update. War jetzt gestern eigentlich das Konsolen-Update draußen? Ne, warte mal, das war nicht gestern, das war... Vorgestern, vor 2 Tagen. Auf jeden Fall ist es schon am Donnerstag, ne? Du Gott, Entschuldigung. Okay. Das ist jetzt also die sagenumwobene Welt. Ich habe natürlich eine Phyllis. Hier steht Phyllis. Jetzt ist natürlich dunkel. Da machen wir uns gleich mal ein bisschen heller hier. Schauen wir uns mal um. Was gibt es denn hier alles zum Abbauen? Nein, nein. Ist ein Mondfeld. Ist wohl ein Mondfeld. Hier, guck mal. Okay. Mensch, schade, dass es jetzt dunkel ist. Ich hätte es gerne im Hellen gesehen, aber egal. Phyllis, erzähl mir was. Willkommen auf Kolemis, Wanderer. Wir sind das schlagende Herz des Imperiums. Das Imperium schlägt zurück. Oder zumindest waren wir das mal. Mhm, alles klar. Du siehst aus wie ein fähiger Krieger. Bitte stelle dich, was, Sophis, unserem Weisen vor. Alles klar. Ist es jetzt eine Quest oder hast du einfach nur festgestellt? Sophis, also da müssen wir Sophis finden. Wo findet man Sophis? Ja, das sind ja die Tempel hier, da gehen wir jetzt einfach mal uns ein bisschen umschauen. Ah, hier ist ein Portal. Welche Farbe? Noch keine. Sophis, ich dachte, es wäre ein Mädel. Wir haben lange auf jemanden gewartet, der von der anderen Seite des Portals zu uns kommt und bereit für unsere Prüfung. Du bist bereit. Ja, wir sind bereit. Tschüss, plaudern. Ich habe vorhergesagt, dass ein Wanderer durch das Portal zu uns kommen würde. Ein Wanderer, der mutig genug ist, die uralten Prüfungen zu bestehen und uns zu beschützen. Bist du bereit? Ja. Ach, jetzt habe ich abgelehnt. Alles klar, alles klar. Bin nicht ganz fit, ne? Ihr merkt schon. Ja, der Wanderer, wir nehmen an. Möge das Schicksal mit dir sein, sprich mit den Hütern der Prüfungen, wenn du mehr über die Prüfungen erfahren willst. Ja, das möchten wir gerne. Bestehe die Prüfung der Stärke, der Forscher, der Agilität. Alles klar. Sophis, ich nenne die mal Stoffis. So irgendwie habe ich das Gefühl, er heißt Stoffis. Jetzt gehen wir mal gucken. Dann gehen wir mal gucken. Dünnis. Oh, Dünnis. Dünnis, es ist meine Aufgabe, die Tradition der Prüfungen der Stärke zu bewahren. Alles klar. Was gibt's da? Die Aufgabe ist einfach, besiege alle Gegner, die wir dir entgegenstellen, wie die Pilari von einst. Ja, ich nehme die Quest an. Hallo? Das sind doch gar keine Gegner. Dünnis. Dünnis, Alterle, muss ich da runter? Muss ich da etwa runter? Das ist doch schon ein Trick.
Wahrscheinlich ist das hier die Quest der Intelligenz, ne? Hopft er hier runter oder nicht? Wir hopfen natürlich. Oh. Ah ne, das ist den Hammer selber. Sieht jemand was? Hallo. Ist das Lava da unten? Hoi, hoi, hoi. Das sieht doch aus wie Lava. Das ist ja mal übelst geil. Ja, die sind ja jetzt nicht wirklich schwer. Mit unserem neuen Schwert hauen wir die total weg. Natürlich sind Donnergucker für den Krieger immer super ungeeignet, die fliegenden Dinger. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist ein Rezept, ist da gedroppt und noch eins. Ich muss jetzt natürlich gucken. Jetzt muss ich natürlich gucken, Leute, ist das Lava? Kann ich das abbauen? Das sieht ja mal super heiß aus. Ne, wir bauen durch das Lava durch auf. Hast du gesehen? Sterben wir, wenn ich da reingehe? Ne, wir nehmen nur unheimlich viel Schaden. Alles klar. Alles klar. Okay, also das Lava kann ich wohl nicht abbauen. Schade eigentlich. Hätte mir jetzt voll Spaß gemacht. Lass mich mal nach den Rezepten gucken, Schwind. Den haben wir schon. Klassischer Sitz. Das hört sich jetzt für mich erstmal nicht ungewöhnlich an. Aber egal, wir gucken trotzdem. Was wir haben, haben wir, ne? Pass auf. Ich nehme an, dass es jetzt hier weitergeht. Ich hoffe, dass ich nicht da oben was hätte aktivieren müssen, weißt du? Jetzt hopfe ich hier unten rum. Hallo? Okay, hier hat es einen Haufen Bücher. Hier hat es Bücher. Ich muss kurz umbauen, Leute. Ich komme sonst nicht ganz zurecht. Ich denke die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Den Heiler brauchen wir jetzt wahrscheinlich hier erstmal nicht, ne? Ich brauche hier eher mein Tool zum Abbauen irgendwelcher Gegenstände. Bücher kann man ja. Bringen mir die was? Nee, ne? Schade. Hätte ich auch schön für unsere Base nehmen können. Hier ist wieder was. Nehmen wir mit. Hier ist noch eine Vase. Nehmen wir natürlich auch mit. Okay, systematisch. Hopfen wir erst runter, wenn wir hier oben fertig sind. Lalalala. Das müssen wir auch nochmal umbauen. Kennen wir nichts. Den Heiltrank, den lasse ich mal hier. Alles klärle. So. Irgendwelche Feinde, die zu besiegen sind. Bücher bringen nichts. Oh, guck mal, schöne Sitzmöbels. Schöne Sitzmöbels. Klassischer Hocker. Sehr schön. Können wir drüben bei uns aufbauen. Die Kerze geht auch. Klassische Sitzbank, denke ich mal. Dann nehmen wir das Bett noch mit. Kennen wir jetzt auch nichts. So, den Schrank noch. Hätte ich den vorher mal aufmachen sollen? Keine Ahnung. Weiter geht's. Ich hoffe, wir sind richtig hier, was die Prüfung der Stärke angeht. Kolemis Bakanaku! Okay, den Hammer. Boah, die nerven mich so ein bisschen, weil ich die halt als Krieger, wenn die hochgehen, ist vorbei, ne? Weiter, komm, Bob, es kämpft dich durch. Sammel die Portalsteine ein und drauf auf die Mutti, drauf. Jetzt, den hast du. Super, den hast du auch. Hey, da hat's Lava. Wie kann man Lava-Blöcke machen? Das wäre doch super. Das wäre doch ein Spaß. So. Jetzt muss ich... Wow. Auch geil. Auch sehr geil. Guck mal, auch das kann man nicht abbauen. Schade. Schade. Jetzt, wie geht's denn hier weiter? Prüfung der Stärke. Weißt du, vielleicht muss ich das hier aufmachen. Okay, das geht offensichtlich. Nö, aber das bringt mir nichts. Bobisle, kämpf dich mal da so ein bisschen durch hier. Guck mal, ob wir nah genug hin müssen nur. Ah, das sieht aus wie ein ganzer Käfiggitter, ne? Auch nicht schlecht. Kann man das wirklich nicht wegnehmen? Da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Nö, ne? Keine Chance. Schade. Ja, aber hier geht's offensichtlich auch nicht weiter. Autsch. Hier sind wir runter. Doch, da hinten geht's weiter. Das ist natürlich hier etwas ungewohnt alles. Schade mit den Blöcken, Leute, oder? Lava, überleg mal an der Base. So, kurzer Moment. Das wird jetzt wahrscheinlich länger dauern, habe ich so das Gefühl. Länger als die Folge, aber egal, wir schlumpfen uns so weit durch, wie wir können. So, geht's hier nochmal runter. Ganz klassisch, ne? Immer schön mit ein bisschen Fallschaden. Armes Bobisle. Okay, hier ist nur ein Raum wieder mit Büchern. Ich will jetzt mal das Event einfach schaffen, da kann ich ja nachher nochmal reinhüpfen. Oh, jetzt wird's langsam ernst hier, ne, mit dem ganzen Lava. Okay, ich verstehe schon. Oh, oh, Bobisle. Geh mal aus dem Zeugs raus. Verstehe schon. Das wird von der Schwierigkeit schwieriger. Den kannst du abbauen. So, und vor allem hopfen wir nicht da rein. Ich bin gerade auf die falschen Knöpfe gewesen, habe ich gemerkt. Wenn das jetzt noch enger wird, haben wir ein Problem. Schön hochkeil, Bobis. Bin stolz auf dich. So. Das ist bestimmt die Prüfung der Stärke. Wobei es für mich schon fast...
die Prüfung der Geschicklichkeit ist. Hallo. Läute die Glocke der Stärke. Alterle, ich würde sie viel lieber abbauen. Kann ich die abbauen? Roger will alles abbauen. Gut, wir haben die Prüfung geschafft. Wie kommen wir jetzt da wieder hoch? Muss ich mich da hochporten, oder? Guck mal, hier hätten wir auch einen Haufen Stein. Kann ich die nicht abbauen? Nee, ne? Die Glocke ist ja mal ultra geil. Jetzt pass auf, da gehen wir nochmal neu hin. Zurück zum Landeplatz. Prüfung der Forschung und der Agilität. Ah, es ist hell. Das sehen wir jetzt auch mal die Welt hier. Sehr schön. Der sieht ja auch krass aus, der große Busch hier. Was ist das für ein Samen gewesen? Olivenbaum. Bitte wachs überall, Olivenbaum. Nur in seiner natürlichen Umgebung. Was auch immer das hier für eine Umgebung ist. Ne? Jetzt gehen wir mal links in den Tempel. Machen wir noch ein bisschen zügig. Vielleicht kriegen wir tatsächlich das Zeug geschafft. Das wäre super. Sophie, jetzt kann ich schon was abgeben. Du musst alle drei Prüfungen bestehen. Ja, ist gut. Ist gut. Haben wir verstanden. Sophie, haben wir verstanden. Hier. Efkis. Efkis, mein Freund. Was hast du auf dem Lager? Das ist jetzt eine Frau. Bei Efkis hätte ich jetzt wieder gedacht, es wäre ein Kerl. Willkommen bei der Prüfung der Agilität, Krieger. Servus. Blaulang? Die Pilari waren berühmt für ihre List und Geschwindigkeit. Diese Prüfung testet sowohl die Geschicklichkeit deines Verstandes als auch deine tatsächliche Geschicklichkeit. Oh Gott, Verstand und Geschicklichkeit. Haja, da gehen wir halt jetzt hier auch runter, ne? Die Geschicklichkeit ist dran. Okay, das war nix. Brauchen wir das? Also EP brauche ich keine mehr. Ne? Und Herzlen und so Zeugs brauchen wir auch nicht. Und die Sachen, die hier rumliegen, die kann man eh nicht nehmen. Und Geld, ja, da bin ich jetzt ganz locker. Geld brauchen wir jetzt auch nicht. Ah, ich verstehe schon. Die Geschicklichkeit sagt, wir sollen hier rüberhupfen. Das können wir ja machen. Das haben wir jetzt super geschickt gelöst. Ich denke aber, das wird noch schwieriger. Wenn das alles wäre, ne? Die Lampen hier könnte man mitnehmen, diese Feuersäulen. Aber da bauen wir uns eigene. Und jetzt will der, dass ich hier rüber hüpfe, ne? Alles klar. Dann hüpfen wir darüber. Das kann ja jetzt nur so gehen. Bobbesle, alter Schwede, bist du heute fit? Bist du heute fit, Bobbes? Kann man eigentlich die Schränke aufmachen? Ja, ne? Ist aber nichts drin. Aber schön. Schranklagerplätze. Da drüben. Aha, eine Feuersäule. Das sind auch Feuersäulen. Da hopfen wir mal hier genau in die Feuersäule rein. Super. Wow, Bobbes. Ich würde sagen, das haben wir geschickt gelöst mit einem Heiltrank. Wow, Alter. Gut, die Idee ist nett. Die Idee ist nett. Okay, pass auf. Hier sprutzelt das Feuer. Sobald es aufhört, hüpfen wir. Jetzt. Hallo und kleine Rolle. Bobbes, du bist so eine Göttin. Hallo. Das ist jetzt die Frage. Da ist eine Kiste, die holen wir uns natürlich. Wobei. Wow, der Geschicklichkeitsvoucher. Nee, oder? Nein, nein! Hätte ich da vielleicht oben Erde hinsetzen sollen, schon nicht Depp, oder? Alles klar, komm, jetzt wissen wir ja Bescheid. Ist überhaupt kein Problem, ist überhaupt kein Problem. Da heilen wir uns kurz hier. Hallo? Kein Mana mehr. Oh, böse. Dann nehmen wir einen Heiltrank. Hallo, Efkis. Wir waren noch nicht unten. Wir machen das das erste Mal jetzt. Scheiße. Das ist natürlich schade. Marmelade. Da habe ich nicht überlegt, ne? Da bin ich einfach losgestürmt. So wie jetzt hier. Hätte ich da einfach raushupfen können wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ah ja, guck mal, das geht auch. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Pass mal auf. Da sagt jetzt der Vouch schon mal ganz locker und easy. Machen wir das hier auf easy peasy, baby. Dann nehmen wir erstmal hier das Ding wieder voll. Dann haben wir auch gleich noch eine Möglichkeit, uns zu heilen. So, komm. Wo ist denn jetzt das? Ich hole mir die Kiste trotzdem. Ist ja klar, ne? So. Hier gehen wir schon mal so. Bam, bam, bam. Hier warte ich jetzt kurz. Und dann hier rüber und weggerollt. Dann hier so. Ja, ja, Bobbes, entspann dich. Schreit sie mal gleich, als ob sie abgestochen wird. So, pass auf, Mädle. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist... Nein! Schon wieder. Aber hier kommt sie nicht hoch, ne? Nee. Ist das bescheuert. Ja, das ist ja bescheuert, Alter. Dass man da keine Steine setzen kann. Da unten liegt er, ne? Gut, Voucher in Action.
Ich überlege mir natürlich ganz knallhart, ob ich das rausschneide, ne, dass jeder das sieht, hey, der Roger den Geschicklichkeitstest durchgezogen hier ohne Bedenken. Natürlich streife ich nichts. Ich bin viel zu schnell immer mit sowas. Ich weiß, dass ich mir da ein bisschen mehr Zeit lassen müsste, dann läuft's besser. Aber es ist ja ein Spiel. Ich will da auch gar keine so eine Kunst draus machen, weißt du? Wenn es halt schief geht, geht's schief. So. Dann macht man es halt nochmal. Hier weiß ich's. Guck mal, hat nicht mal Schaden gemacht. Die Lava ist nicht immer heiß. Hier wissen wir jetzt schon mal auswendig, dass wir hier runter können. Dann warten wir kurz. Bum, bum, bum. Das haben wir jetzt schon gelernt, genau. Dann hier rüber, weggerollt. So, hier ist auch klar. Gleich weggerollt. Jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich diese Stelle wieder, oder? Jetzt will ich das mal sehen, ob das geht. Ja, deswegen haben die auch Verstand gesagt, weißt du? 3 Stunden später kommt er endlich auf die Idee. Vor allem, wir haben sie hier noch von leicht mit der Maus. So, mein Freund, willst du uns... Jetzt pass auf, wenn es jetzt nochmal schief geht, mache ich natürlich aus, ne? Dann machen wir wieder, was wir immer machen. Bauen. So, pass auf. Zack, 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 zack. Schön absichern, Bobbes. Jawohl. Du machst es wunderschön. Hat keiner gesagt, dass du das schlecht machst, Bobbesle. So, hier machen wir auch noch hin. Kennen wir nix. Kennen wir nix. Ah ja, super. Guck dir das an, wie leicht das hier ist. Bitte sei eine Kugel drin, dass sich's gelohnt hat. Rezept für Seeräubersäbel, aber den haben wir doch auch schon. Okay, was ist das hier für ein Trick? Das könnte jetzt ein Hinweis sein darauf, wenn hier Erde ist, dass man die wegmachen muss. Es ist die Prüfung des Gesichts, der Geschicklichkeit. Okay, Bobbes, hier kannst du auf jeden Fall schon mal runterüben. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Müssen wir jetzt hier runter oder hier rüber? Ich glaube, wir müssen hier rüber, ne? Und hier kann ich die Dinger nicht setzen. Das haben wir jetzt schon mal festgelegt. Das wäre jetzt natürlich die Frage. Stopp. Langsam. Puh. Ach, hier kann man. Hier kann man. Das ist kein Problem. Siehst du? Okay. Müssen wir hier rein? Wo müssen wir hin? Nee, da haben wir uns die Brücke gebaut. Ah, da hätte ich in die andere Richtung müssen. Super, sag doch was. Sag doch was, wir sind hier. Hier. Wie hätte ich es denn hier? Hier hätte ich es ja gar nicht geschafft, weißt du? So, hier ist klar, da müssen wir jetzt hier praktisch wieder gucken. Erstmal hochheilen. Geht nicht, also nehmen wir einen Heilbank. So. Hier können wir hier rüberhopfen, dann müssen wir dann da runter und links gleich, ne? Okay, pass auf. So und so. Alles klar, wie es halt irritiert. Aber die Lavablöcke, dass man die nicht mitnehmen kann. Egal, hier geht es jetzt wahrscheinlich rein, alles klar. Langsam. Alter, hier ist alles voll mit dem Stein übrigens. Da unten ist die Glocke. Aber das ist jetzt mit Sicherheit ein Trick, weißt du? Dann denkt man nämlich, oh, da ist die Glocke, wir sind da. Keine Rezepte mehr, ne, oder sowas? Aha. Was sehen meine kranken Augen hier? Eine Treppe. Ich wäre jetzt runtergehüpft. Aha, hallo. Wieso kommt hier nicht Leute die Glocke? Ah doch, da steht's doch schon. Jetzt pass mal auf, ich will mal kurz hier reingucken. Man weiß es ja doch nie. Hallo? Ist da irgendwie trickreich was dahinter? Ihr könnt es uns sagen. Gott, dauert das lang, bis so ein Ruinstein abgebaut ist. Ja, das sieht fast so aus, als wäre da wirklich was. Guck mal. Bobbes. Hier ohne Kiste nochmal hast du gefunden. Spatzel. Aber keine Energiekugel, ne? Ist immer ein bisschen schade. Weil die Freude wäre ja gewesen, dass wir mal ein bisschen was Besonderes finden. Aber ist gut, ich will mich nicht beschweren. Wir haben das Event jetzt hier auf jeden Fall... Sollen wir da drüben noch aufmachen? Hier ist ja nichts. Hau mal hier mal noch kurz rein. Wir gucken hier auch nochmal durch. Habe ich da Erde gehört? Nicht aufgeben, Bobbes. Ja, hier ist normal nur Erde. Dann gucken wir hier noch. Haben wir gleich zufällig das Richtige halt erwischt, ne? Hier ist auch Erde hinten dran. Alles klar, wir läuten die Glocke. Letzte Prüfung, da machen wir das heute komplett durch. Bestehe. Was fehlt denn jetzt noch? Die Forschung. Für mich war das schon gerade so ein bisschen Forschung. Alter, hüpfen mal wieder hoch. So. Sehr schön. Aber es macht Spaß. Ne? Jetzt haben wir das, das und das. Ich denke mal, dann geht es hinten dran weiter. La 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 la. Zeig mir, wo der letzte Questgeber ist. So fiss, da oben steht er. Bei den großen Vasen. Bei den wunderschönen großen Vasen. Bei welchen Vasen? Da sind doch gar keine Vasen.
So, Skavi ist mein Freund. Da weiß ich es jetzt nicht, ist es Männle oder Weibel. Forscher sagt, plaudern, was sagt er uns? Um ein Pilari zu sein, reicht es nicht einfach nur stark zu sein. Du musst ein Verständnis deiner Umgebung haben und wissen, wie du sie zu deinem Vorteil einsetzen kannst. Aha. Noch was? Nö. Tschüss, alles klar. Umgebung ist klar. Oh. Das ist der goldene Block, ne? Nehmen wir jetzt gleich mal mit, dann brauchen wir da nachher nicht so viel bauen. Ich würde gerne mal wissen, wo mein da ist doch mein Tool. Das Tool der Wahrheit nenne ich es jetzt mal. Weil dieses Tool auch für Möbel abbauen recht zügig vorwärts schreitet. Hier ist auch ein Bild. Nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit, Bobesle. Wir sind mehr oder weniger die Wikinger der heutigen Zeit. Ja, das bau ab. Zeig's ihnen, da hängt auch so ein Feuerkorb. Willst du den auch mitnehmen? Was frage ich überhaupt? Danke fürs Abbauen, Baby. So, was jetzt hier noch fehlt, jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, wir müssen uns runterporten, oder? Das sieht mir schon wieder aus wie... Guck mal hier, ne? Der Oberpilari. Okay, wir sind randvoll. Ich weiß gar nicht, bleibt die Welt? Habe ich das schon gefragt? Bleibt diese Welt? Machen wir den Seed weg hier. Dann haben wir das Bild vom Oberpilari eingesteckt. Das kann auch weg. Rest lassen wir mal offen. So, alles klar. Deine Umgebung zu deinem Vorteil nutzen. Ich denke doch mal, dass wir uns jetzt hier runterbatteln müssen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Theoretisch würde ich sagen. Alterle, ist das... Guck hier, ne? Der Pilari wollte uns verscheißern. Sand. Aha, Sand, mein Freund. Das war nicht so geschickt, ne? Kruschel. Hier wäre eine Treppe. Wie hätte man das denn wissen sollen, dass hier eine Treppe ist? Ein Haufen Möbels. Ah, wie gescheit. Hier wäre nochmal ein Zimmer. Ah, hier hat es nochmal ein Zimmer mit Goldblöcken. Ein verstecktes Zimmer. Schade, dass das Inventar voll ist. Hätte jetzt voll Bock, alles abzubauen. Ja, ist jetzt egal. Lass uns die Prüfung noch machen. Dass wir die noch drin haben, dann gehe ich nochmal auslagern und komme nochmal her. Weißt du? Und räume noch ein bisschen Zeugs auf. Müssen wir nur aufpassen, dass wir die Explosivkisten hier nicht unbedingt alle anschlagen. Da-da-da-dam. Hier machen wir so einen wunderschönen Weg rein. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Hier kann man runter. Treibsand gibt's hoffentlich nicht. Ah, vielleicht muss ich mit den Fässern ja auch irgendwas anstellen. Weil hier... Wir entzünden es einfach mal, würde ich sagen. Und, hat's was gebracht? Nö. Nö, hat's nicht. So, hier sieht's... Aha. Aha. Weiß noch jemand, wie das andere aufgebaut war? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier ist doch ein Fass gewesen gerade, oder? Hier ist ein Fass. Bobesle, mach's scharf. Und? Da hat es ein Riesenloch reingehauen, ja. Ich nehme mal an, dass wir da rüber buddeln müssen. Bin mir noch nicht so sicher. Ach, komm mal einfach mal. Alterle, die Fässer, weißt du? Hier so aus mir nichts, dir nichts, war geschwind der Fass hingestellt. So, Hallöle. Da liegen Bones. Jetzt ist die Frage. Nein, Bobes, was machst denn du? Das richtige Tool hast du ausgewählt, meines Erachtens. Hier hast du schön markiert. Schön markiert hat es. Jojojojo. Verbrennen uns gerade noch. Hier können sie eventuell reingehen. Sehr interessant aber, ne? Sehr interessant. Und ich werde mich hier mit Sicherheit gleich verlaufen. Da ist Stein, da brauchst du nicht weiter gucken. Hier guck dir es an. Hier leuchtet doch der Himmel rein. Nee. Es ist nicht der Himmel gewesen. Und wieder in ein Fass rein. Ja, ist klar, ne? Schön weiter. Machen wir hier auch weiter. Irgendwo muss ja der Sand bzw. die Glocke stehen. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, aber das dürfte eigentlich gerade hinaus. Da ist die Glocke. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Hier könnte man jede Menge Stein rausholen. Guck mal, da ist bestimmt wieder so eine Geheimpforte da hinten dran. Gut, hier jetzt vielleicht nicht. Mach's mir vorhin. Hier war die vorhin. Und? Bobes? Nein, aber das Ende der Welt. Hier brauchst du nicht raushüpfen, sonst sind wir tot. Schön, dass das Event jetzt bei mir auch mal aufgegangen ist. Hat mich jetzt riesig gefreut vorhin, als ich es gesehen habe. Wir hätten zwar auch was anderes machen können, aber ist auch schön, oder? Dann haben wir die Geschichte nämlich auch erledigt. Da ist wohl nichts hinten dran. Wir drücken jetzt die Glocke. Kehre zu Sophis zurück. Also gut, noch einmal zurück. Ich weiß nicht, ob man sich hier wieder hochkochen muss oder so.
So geht's ja, ne? Ist wieder dunkel. Geht schnell. Ist eine schnell dunkel werdende Welt. Sophis, mein Freund. Die Hüter der Prüfungen haben mir von deinem Erfolg erzählt. Mit großem Stolz erkläre ich dich zum Pilari. Wir sind jetzt Pilari. Pilari Bobesle, betrachte Kolemis bitte als dein Zuhause, wenn du willst. Sehr gerne. Wow, alter Kummer. Eine Kugel und die 6 Dinger und ich habe meinen Rucksack voll. Klarer Fall für den Voucher. Mach mal kurz leer. Was können wir weg? Räumen wir mal die Knochen weg, die brauchen wir jetzt am wenigsten. Gatze brauchen wir auch nicht, haben wir auf der Heimatwelt. Das lassen wir. Jetzt haben wir doch 2 Plätze freigeräumt, oder? Ajo, mehr brauchen wir ja gar nicht. So, Sophis, noch einmal bitte die Belohnung anbieten. Wir bitten darum. Hätte es da einen Haufen EP gegeben, oder? So, Quest abschließen. Danke, Sophis. Da ist jetzt noch ein Portal. Und das Portal geht jetzt in eine Welt, die dann bleibt. Ich hätte ja gern die Welt hier erhalten. Die würde ich komplett abbauen, was den Marmor angeht. Und den Stoffboden. Sauber. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt hier alles? Ich nehme es mal an. Jetzt gehen wir mal da durch. Toblis-Insel. Eine Toblis-Insel. Ist es jetzt der Bug? Ja, es ist der Bug. Schön, hat genau aufs Folgenende hin gereicht. Bin ich mal gespannt. Sie ist hier auch. Ist das jetzt die Welt Toblis-Insel? Das ist die Pilari-Welt? Lass mal gucken, wo wir überhaupt sind. Ach, guck mal. Aha. Sehr interessant. Die Pilari und ihr Tempel. Kolemis, Tempel der Prüfung. Das haben wir gemacht. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hier blinkt es auf jeden Fall. Was? Die Insel ist zwar nur ein Bruchstück eines in Vergessenheit geratenen Imperiums aus der Zeit vor dem Bruch. Sie wurde als Arena genutzt in der die Pilari, wisst ihr, die Prüfung bestehen? Die haben wir doch schon gemacht, die Prüfung. Oder ist jetzt hier noch mehr? Jetzt gehen wir mal kurz da hoch. Ich muss gucken. Ich kenne mich ja jetzt noch nicht so aus hier. Vielleicht gibt es da noch mehr? Wenn das als Arena genutzt, da vorne leuchtet es auf jeden Fall. Das sind die kleinen Hütlen von den Pilari hier, oder? Wohnen die hier, die kleinen Erdmännchen? Hallo, Pilari. Pilari Makanari. Pilari Makanari. Hier, der Planis. Servus, Planis, Alterle. Willkommen auf Kolemis. Wie kann dir ein einfacher Händler behilflich sein, indem er mit mir handelt? Das ist eine Frau, Entschuldigung. Oh. Leichte Primus-Handschuhe. Primus-Brustschutz. Das sind so Gladiatorenstürmen. Das ist ein Gladiatoren-Set. Jetzt weiß ich nicht. Ich hoffe, dass die Welt bleibt, Leute. Weil wenn ich das jetzt hier aufs Spiel setze... Guck mal, 400 Sand schön eingesammelt. Die brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, will ich das jetzt alles kaufen? Eigentlich sollte man, ne? Das sind doch die Rüstungen, von denen die erzählt haben. Schön. Coole Sachen. Einfacher Händler, du gefällst mir. Machen wir mal Tschüss. Da ist noch jemand. Panodis. Ich erkenne eine anspruchsvolle Person. Hat nicht der auch was, siehste? Das sind die Händler nämlich. Schwere Primus-Handschuhe. Also eine andere Farbe. Stufe 17. Oh, Stufe 17. Hast du noch was? Warte mal. Das ist ein Stufe 17 Händler und der Plan ist... Oh, ich muss ausmachen, gell? Stufe 17. Was hast du gehabt, Diggerle? Ja. Primus Stufe 23. Nee, Stufe 2. Das sind dann die ganz kleinen. Gibt's auch was für 30? Was richtig ist, was sich lohnt? Skadis? 3 Stück waren's, ne? Handeln? Stufe 7. Nö. Oder? Habe ich jetzt irgendwie... Muss man da weiter runter scrollen? Stufe 13, Waldläufer. Keine Ahnung. Ich kaufe die ganzen Rezepte, denke ich mal. Lern die. Was wir haben, haben wir, ne? Alles klar, Leute. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Beim nächsten Mal machen wir wieder das Tyrus Tesseract, beziehungsweise zählen mal unsere Kugeln durch. Vielleicht können wir auch schon noch ein bisschen was aufstaffen von unserem ganzen Zeug. Mehr Händler sehe ich hier nicht. War schön, mal hier gewesen zu sein, dass wir das Event auch mal gesehen haben. Hat mich jetzt riesig gefreut, ne? Bis zum nächsten Mal.